Hey, Battle Brothers Oathtaker-Kampagne, die Schilde von Harak, nur echt mit den Bären. Ich habe keine Ahnung, wie lange die Episode hier wird oder ob es hier noch weitergeht. Ich dachte eigentlich, die Kampagne wäre vorbei, wenn wir alle drei Dinge eingenommen haben. Und soweit ich weiß, gehören alle drei Dinge, um die es im Holy War geht, gerade den südlichen Stadtstaaten. Ich weiß zwar nicht, wo die Dinger sind, aber ich habe gerade sonst keine andere Quest. Also machen wir einfach mal los. Da ist auf jeden Fall der Fallen Star. Der Rest, das weiß ich nicht mal. Ich glaube, hier oben ist irgendwo eins, aber ist auch Wurst. Ich habe kurz zwischendrin Felix eine neue Rüstung gekauft. Ich hatte vergessen, dass der Nimble hatte und habe den ja ein bisschen zugestopft mit größerem Equip, hier mit den beiden Sachen. Das war dann ein bisschen zu schwer für den Bub. Jetzt ist er wieder auf 40% unten. Aber egal. Thorwald, ich weiß immer noch nicht genau, was ich hier reinstecken soll in den letzten Perk, den der Typ hat. Killing Frenzy ist, ich weiß es wirklich nicht. Fearsome vielleicht, das Ding macht doch immer genug Damage, oder? Problem ist halt, wenn ich jemanden betäube und der will halt weglaufen. Gut, Fearsome ist nicht schlecht. Ich meine einfach die komplette Frontline Fearsome, dann ist egal, mit wem ich wo drauf haue. Was hat der Typ denn an? Ja, 53 ist okay für Fearsome. Gut, wir laufen einfach mal los. Wir gehen mal rüber nach Kadim, gucken, ob wir da irgendwie eine Mission auftreiben können. Wobei, nein, ist die falsche Richtung. Wir gehen hier hoch, gucken, ob wir vielleicht irgendwie gegen eine Hausarmee oder was kämpfen. Ich wüsste halt gern, wo die anderen zwei Dinger noch sind. Hier muss ja irgendwo eins sein. Soweit ich weiß, müsste eigentlich das Event rum sein, weil alle drei Dinger den südlichen Stadtstaaten gehören. Aber ich kenne mich damit auch nicht wirklich aus mit dem Holy War. Ich weiß nur, dass ich keine Mission mehr gekriegt habe dafür. Wir wechseln also hier oben rüber, gucken, ob wir eine Karawane ausrauben können. Gehen runter in die nächste Stadt und schauen, ob es noch eine Mission für uns gibt. Söldner! Söldner sind immer sehr mixed, da muss man schauen. Wir haben hier hinten zwei Bogenschützen. Das ist ein anderer Bogen. Ist das ein größerer Bogen, als den wir hier haben? Alter, das sind ja alles zwei Felderwaffen. Was ist denn los bei denen? Kommt ihr dichter oder was macht ihr? Warten, hier lassen ihre Jungs mit den Schildern vorgehen. Söldner sind immer sehr interessante Gegnerkompanien. Die haben sehr wilde Dinge. Weil man nie so genau weiß, was Söldner so dabei haben. Ist ja bei uns auch nicht anders. Okay, 65 haben die alle. Wir müssen trotzdem einen Schritt vorgehen, denke ich. Der hat, glaube ich, einen größeren Bogen oder einen Recurve. Bin ich ganz sicher. Wir müssen trotzdem vorgehen, sonst treffen wir nämlich hier mit gar niemandem. Ich habe immer noch die Hand durchstochen. Na gut, meine Gegnerkerle. Dann rücken wir wohl mal auf. Schilder vor. Und lassen in der Mitte ein bisschen Platz für die Zweihänder und dann gucken wir, was die Gegner machen, wenn wir aufgerückt sind. Sehr schöner Schuss. Die Lücke da füllen wir mal spontan nicht. Die bleiben einfach stehen. Interessant. Dann bleibt halt stehen, ist mir egal. Dann schießen wir halt von hier hinten. Bis ihr ja dann doch vorkommen müsst, weil ihr sonst einfach so niedergeschossen werdet. Was ist eigentlich der Typ hinter da unten geflüchtet? Ist? Hat irgendeinen Plan oder ist er einfach abgehauen? Das ist ein Kriegsbogen, der hier rumfliegt. Den hätte ich gern. Ach ja, da kommen sie ja dann doch, die Kerle. Battleforged in den Klamotten. Das kannst du als Nimble anziehen und hast 40% Damage, den du noch gegen dein HP bekommst. Au, fucking Wurfwaffen. Okay, ganz ruhig, ganz ruhig. Aua, Mikrofon geschlagen. So, der kommt mal von oben ran. Schießen wir immer noch weiter, also du so gut wir können. Okay, wechseln auf die Hellebarde. Der geht gleich noch einen Schritt. Schöner Schuss. So, dann brechen wir mal voll rein. Mit allem, was wir haben. Du erschießt einen von denen da hinten. Du bist ein echter Schütze, Willi. Ein echter Schütze. Mir so die Rüstung verbeult. So,
Ja, ich schick mal die Profis rein. Du noch nicht. Jetzt fängst du hier nämlich ein paar ein von dem Merc da. Hatte ich mir gedacht, dass der nochmal trifft. Kann man wohl nichts machen. Ist ein echter Bogenschütze da hinten. Ich finde Armbrüste immer noch besser als Bögen. Passiert ja genau gar nichts, wenn ich mit dem Bogen auf irgendwen schieße. Die Armbrust, die stanzt einfach Löcher in Menschen. Nee. Björn, du hast schwer nachgelassen. Du warst mal ein coolerer Dude. Okay, wer ist denn noch dran von denen hier? Du, da bist noch dran? Jetzt nicht mehr. Er muss ein bisschen weiter zurück, sonst ist er gleich tot. Ach ja? Okay. Ist trotzdem weg. Der hat drei Wunden gerade am Laufen, ey. Einer von den Gegnern irgendwelchen Schwachsinn treibt, ist der hinüber. Felix, mein Kerl. Meinst du, du kannst dich noch einen Schritt bewegen? Nein, meinst du nicht? Gut, dann schieß halt so und treff irgendwen. Das war wenig Schaden. Dorgo? Bei den Söldnern muss man aufpassen, sogar die Kleinen hier sind ja nimble. Söldner sind immer harte Kerle. Hat er da gezogen? Ein Messer? Bam! So, das müsste ein relativ sicherer Schuss sein für uns, ja. Der hat eine Axt gezogen. Gut, die wollen schon mal abhauen. Setzen wir den noch hier rein. Oh, ich dachte, die wollen dann auch stiften gehen. Tapfere kleine Söldner, ha? Tapfere kleine Söldnerkompanie. Ihr macht hier mal einen Winkel auf. Köpfe abschlagen. Wird nicht viel übrig bleiben von denen zum Looten. Aber so ist das halt bei mir. Und tatsächlich immer mal einen Messerkämpfer bauen, der tatsächlich dann Messerspezialisierung hat. Da braucht man jemanden, der extrem gut im Nahkampf ist. Sonst lohnt sich das gar nicht. So, was haben wir denn gekriegt? Irgendwas Cooles? Absolut nur Abfall. Eine Flasche Met. Cool. Und ein Hunting Bow. Wow. Wir drehen ja auch nur kurz eine kleine Runde. Die Nomaden kommen aber aggressiv aus der Wüste gerade, während hier... während hier nicht wirklich was gemacht wird sonst. Was geht denn hier? Wie viel Rebzeug brauchen wir denn? Okay, wir haben genug, um es wieder zusammenzukleben komplett. Das finde ich gut. So, was haben wir denn hier? Den hatten wir schon mal gesehen. Den haben wir auch schon mal gesehen. Was haben wir hier? Oath of Distinction. Ja, der ist ganz gut, weil der nichts Negatives hat. Außer, dass meine Jungs keine Passiv-XP generieren. Was aber ziemlich egal ist, weil die alle schon recht hohes Level haben. Wir nehmen das, weil das keine Negativauswirkung für uns hat. Und wir können das für unsere Bogenschützen hinten benutzen, indem die sich einfach solo hinstellen. Okay, das gehört uns immer noch. Und gegen sowas hätte ich gar keine Lust zu kämpfen. Ein Mörser, ein Engine, ein Offizier, some Gunners. Die haben Gewehre. Geht's hin, Jungs? Ich fahre mal hier runter nach Azim Shab oder nach Kadim und guck mal, ob die noch einen Auftrag für uns haben. Northern Soldiers, okay. Kann sein, dass wir noch Aufgaben auf der Straße finden. Ich hatte ja tatsächlich gedacht, dass die Sache einfach rum ist, wenn ich hier nächste Episode anfange aufzunehmen. Du drehst dich um zu mir. Ich muss ja nicht wirklich gegen euch kämpfen, ich kenne euch gar nicht. Kann ich flüchten vor denen? Die auf der Karte rumgeklickere, ist so unsicher, dass man oft einfach umdreht, anstatt was Sinnvolles zu machen, so wie jetzt gerade. Wo wollen die denn hin? Wollt ihr nicht Azim Shab angreifen, dann mache ich euch nämlich nass. Wir kamen hier durch. Northern Soldiers. Was ist denn hier unten los? Hallo?
Hier kam mal eine große Kompanie durch. Ich vom Gilder, 5. Regiment. Hast du was für mich, was mit dem Krieg zu tun hat? Move to the Oracle and defend it. Okay, das darfst du nach wie hier suchen. Ihr habt Essen hier, habe ich gesehen. Ihr habt auch Rap-Sachen hier. Das ist fein, fein. Wir haben noch ein bisschen Zeug, das wir loswerden wollen. Auch die beiden können wir verkaufen. So viele von den Jacken brauche ich irgendwo auch nicht. Ich denke, wir nehmen noch ein Reparaturding mit. Weiß nicht, wie lange wir weg sind. Wo ist denn? Okay, da ist das Orakel. Dann fahren wir da mal rüber. Ich weiß gar nicht, wie ich diese eine Episode nennen soll, wo ich das Ding verteidigt habe, gegen die Oathtaker gekämpft habe und gegen die Hexe. Man, hier die Dinger kann ich einfach das Orakel nennen und dann ist das gut. Muss man die eine bestimmte Zeit lang haben, diese Points of Interest, damit der Krieg gewonnen ist anscheinend? Die Schiffe verteidigen nur eine Welle lang. Northern Heathens sind wir auch. Wir haben keinen... Es ist Südmann hier dabei. We'll set up camp. So, Palisaden. Search this ground for anything that could be of you. What? Wir plündern. Okay, möchtest du was? 25er Helm, minus 7, nicht wirklich. Ancient Tower Shield, wo haben die den denn gefunden, Mann? Na gut, dann hängen wir hier ein bisschen rum. Huh? Da kommt wer. Alter! Northern Army is here. Ranks are a little thin. Considerable challenge. 18 Mann ist mehr als eine considerable challenge. Kann ich Hilfe rekrutieren? Ich weiß nicht, ob wir gegen 18 Leute gewinnen können. Wie sieht's denn aus? Ulfert, dir geht's nicht gut. Ich denke, du stirbst, wenn du in dem Kampf hier mitmachst. Wenn wir Friedrich einwechseln, der ist auch scheiße. Und dann fällt uns eine Armbrust weg. Friedrich, Hellebarde, viel Glück. Viel Glück. So, Jungs, jetzt zählt's. 18 Leute, wir müssen die brechen, bevor die bei uns sind. Ich denke nicht, dass wir hier Verstärkung kriegen. Ich glaube nicht, dass wir eine Verteidigungslinie aufbauen können. So, was haben wir denn hier an Verteidigungsanlagen? Das hier unten sieht doch gar nicht schlecht aus. Ich glaube nicht, dass die Gegner da drüber können. 18 Leute sind halt auch verdammt viel. Ich denke, wir ziehen uns nach hier unten zurück. Machen hier irgendwie was auf, stellen hier unsere Schützen dahinter. Dann schauen wir mal. Ja, ja, die haben da hinten Entfernungsvorteil mit dem Ding da. So, wir stellen unsere ganzen großen Kerls alle hier hin. Die Flanken ein bisschen lang mit unseren Schildträgern und hoffen, dass wir dann an die Jungs da dran kommen. Was haben wir denn hier? Eine kleine Armbrust, eine kleine Armbrust. Gut, der Sergeant ist ziemlich egal. Ich sehe eine große Armbrust. Das gefällt mir nicht besonders, aber hey, kann man nichts anderes dran machen. Gut, ich sag, wir ziehen die alle hier rein. Bauen hier was Gemütliches auf und schützen damit unsere untere Flanke und können dann hier Leute durchschicken im Zweifelsfall. Ich hätte die Schützen gerne hier unten, sodass sie hier durch die Ruinen geblockt sind. Speere hinter die Mitte. Er bleibt hier unten alleine offen draußen. Das ist ein Speer, der geht mit in die Mitte. Bauen noch eine Runde, damit wir das hier alles aufbauen können. Hoffentlich kriegen wir das hin. Der bleibt auch hier unten draußen.
Wenn die sich dann gleich alle in die Mitte konzentriert haben und die Zweihänder verprügeln wollen, können wir die hoffentlich ein bisschen umlaufen. So, du bist offiziell ein Speer, schätze ich. So, haben wir nach hier. Aber nach hinten, sodass wir hier annehmen können. So, wenn die Gegner jetzt Schild an Schild kommen, müssten wir einen Vorteil haben. Ich denke, wir können jetzt noch ein oder zwei Runden schießen, bevor die hier in eine schöne Position gekommen sind. Wir müssen Haltstein auf jeden Fall noch hier hinterholen und hier zumachen. Okay, die bleiben alle so. Haltstein nach hinten. Bleibst da. Rücken weiter auf. Ich weiß nicht, ob das gut wird hier. Boah. So nicht. So wird das definitiv nicht gut. Mal ein bisschen Platz für die anderen Speere. So, du bist ein Speer, du bleibst hier. Ich bräuchte dich eigentlich da. Aber der Zug ist abgefahren. Du machst jetzt Flanke von da unten. So, alle sind auf Position. Hier unten ist ein Loch, das ist nicht gut. Und jetzt ist auch zu spät, um das Loch da unten zuzumachen. Gucken wir mal, vielleicht können wir den hier noch irgendwie nach unten durchziehen. Der hat eh wenig Range Defense. Eigentlich haben alle meine Jungs wenig Range Defense. Den hier hochziehen, neben den Baum. Dann können wir einen von den beiden nach unten durch. Und dann ist das Loch, glaube ich, auch zu. Weil die beiden hier sideblocken, können die gegnerischen Lanzen da auch nicht durchstechen. Also die Jungs hier. Bannerträger, hallo. Ich weiß nicht, ob das gut oder schlecht ist, was wir hier machen. Ich habe Angst, dass wir alle sterben müssen. Schild! Du stehst hier alleine, genau. Gibt ja Bonus jetzt. Wobei, das ist nicht gut, wenn wir den da alleine stehen haben. So, jetzt sind wir bereit. Beförderung. Haltstein, das war göttlich. Das war eine schwere Armbrust. Der Mann hat zwei Pfeile in der Brust stecken, aber hast du nur einen abgefeuert. Okay. Meine Kerle, ich weiß nicht genau, wie ich das beschreiben soll, was hier gerade passiert ist. Aber wir haben den Gegnern gerade in einer Runde zwei Drittel ihrer gefährlichsten Armbrüste genommen. Das war glorreich. Na, schon Angst gekriegt, kleiner Kerl? Das ist nämlich auch noch dran. 19% ist nicht so gut. Okay, nehme ich. Hätte noch warten können, bis sie abziehen. Ich wusste, dass sie den da alleine stehen lassen. So, die Flanke macht sich gleich bereit, um in die Hammerer reinzuspringen. Wo ist denn eigentlich die? Wo sind die denn alle? Wo sind denn die Hellebarden und so? Wir schicken hier vorne diesen einen Dude hin, der jetzt hier in Scheiben geschnitten wird. Wir fächern hier unten schon mal aus. Damit ich gleich keine 5 Runden lang laufen muss. Die schicken hier ihren kleinen Scout vor, Footman Solo, dass er da abgeschlachtet wird oder was. Ich hoffe, es orientiert sich jetzt niemand nach hier unten, weil sonst kommt ein bisschen ins Schwitzen. Also außer natürlich die, ne? Ich weiß immer noch nicht, wie er es macht mit diesen 40% Treffern. Also natürlich die Zweihänder, die dürfen sich so weit nach unten orientieren, wie die gerne möchten. Dafür machen wir die ganze Sache, ja. Frechheit. Die reißen sich hier gerade ein bisschen schäbig auf. Vor allen Dingen, weil die ihre Zweihänder so weit hinten haben. Ich weiß wirklich nicht, was sie hier gerade treiben.
Die müssen kurz warten, bis wir an die Jungs dran können. Haben wir eine Armbrust, die gerade frei steht? Ich sehe keine. Wir haben den 39er und den 38er. Der 38er hat kleinere Rüstung an. Okay, in den Arm geschossen ist besser wie nix. Betäubung? Schön. Dann können wir jetzt ein bisschen auf den Sergeant einstechen, wobei ich lieber auf die Footman warten würde. 19% ist schlecht, 56 ist ganz gut, 10 ist schlecht. Kommt rein hier, da wo ihr ordentlich auf die Fresse kriegt, alle Mann. Ich habe ein bisschen Respekt vor den Jungs hier unten, deshalb kommen die glaube ich nicht. So, 36, 25. Ist recht einfach. Die Shieldwallen hier unten, um Leute abzulenken. Schön. Die gehen voll zum Angriff über. Ziehen die hier gleich ab, damit die nicht von denen da verprügelt werden. Oh, jetzt sind wir gebunden. Das ist nicht so geil. Hardebrand hält das aus. Wir müssen uns jetzt nur hier in der Mitte durchhacken. Felix, Sergeant, ist ab sofort dein Problem. Okay. Da hatte zur Abwechslung mal nicht nur 10% Angriffe und haut trotzdem volle Möhre vorbei. Das hier gefällt mir nicht. Das macht mir gerade ein bisschen Angst. Der will nicht mehr. Überzeugen wir die anderen auch mal davon, dass sie nicht mehr wollen. Wir müssen die da wegschubsen und die Jungs da unten rausholen. Wir ziehen jetzt nicht hier raus und lassen uns die Fresse polieren von den großen Hämmern. Da machen wir nicht mit. Wo sind die alle? Wo kommen die her die ganze Zeit? Und was machen die? Jetzt orientieren sie sich wieder um nach da? Die wissen absolut gar nicht, was sie hier treiben. Ich meine, ich habe nichts dagegen, dass meine Gegner so verwirrt sind. Aber müssen sich ja nicht mit voller Absicht umbringen hier gerade. Weiß nicht, ob wir den da wieder rauskriegen. Wir müssen die lösen von hier unten, den beiden, und wieder zurückgehen. Das Flankenmanöver hat gut funktioniert. Das da ist problematisch. Der haut Hamnir. Hey, dann muss er dann noch seinen Gegner zurückschubsen. Na, die sind jetzt dran, die zwei. Na dann, Schilde hoch. Ihr müsst auf Verstärkung warten. Oder so. Das hier könnte gleich problematisch werden. Nicht, dass jemand in dieses Loch da reinspringt. Du hast doch gar keine Ausdauer mehr, oder? Du bist doch notorisch ohne Ausdauer. Jetzt müssen wir aufpassen. Jetzt kommt gleich die Damage-Phase von den großen Zweihändern. Dann tut sie nämlich weh. 36 nur. Der ist komplett umstellt, der Typ. Bam. So. Ich mag immer noch, dass die Armbrust da stirbt. Ins Gesicht geschossen, das ist schon mal nicht schlecht. Räubungsbot. Das hier ist gerade problematisch. Der müsste sich hier eigentlich rausrotieren, sinnvollerweise. Der wird hier nämlich sonst gleich von den Billmen da niedergeschlagen. Er könnte aber auch den da einfach töten. Die anderen böse machen. Au. Schöner Schuss. Auch nicht schlecht. Björn kassiert gleich und zwar dicke. Und zwar jetzt. Was ist denn mit dem? Der ist betäubt. Der hat den Schild doch unten. Stirb halt. Au. Gut, kümmern wir uns für den Footman hier unten. Dauert einen Moment, bis die zwei da Verstärkung kriegen. Wir sollten schon mal anfangen, den zu zerhacken. Da setzen wir gleich den Hammer rein. Dann packen wir den. Nein, da kommt der Zweihandflegel rein. Tja. Du hältst weiter deine Position. Hm.
den Leuten mal ein bisschen Angst hier. War keine schlechte Position, in der wir hier gekämpft haben. Ist zwar noch nicht rum, aber ich sag mal, es hätte wesentlich schlimmer ausgehen können. Wenn ich ihn jetzt da reinsetze, ist er aber im Einzugsbereich von zu vielen Hellebarden. Dietrich, du hast keine Armbrust, gell? Nein, du bist kein richtiger Backliner. Du sollst mal irgendwann irgendwas werden. Du bist gerade generischer Nahkämpfer, der in der Backline steht. Toller Job. Banner, was machst du? Pusten oder kämpfen? Björn, komm ein bisschen ins Schwitzen. Kann sein, dass wir den hier bald mal ausrotieren müssen. Ey, Björn, schneidet sich da einen Weg durch die Gegner? Habe ich jetzt auch nichts gegen. Auch wenn das Flankenmanöver nicht funktioniert hat, bin ich recht stolz auf das, was die beiden hier unten geschafft haben. Nämlich den Gegner komplett zu verwirren. Alter. Dieser Zweihandflegel. Gut, GG. Haben das Ding hier offiziell verteidigt. Und zwar gegen 18 Mann, ohne dass wir bis jetzt namenhafte Verluste haben. Aber nachdem die Gegner alle aufgegeben haben, bis auf Footman mit dem Morgenstern da oben. Jetzt hat der auch aufgegeben. Na dann. Hey. Was denkst du denn, wer du bist? Du kannst nicht herkommen mit deinen 17 Freunden, meine Jungs hier angreifen und dann denken, dass du dich einfach so verdrücken darfst, oder was? Was ist denn hier? Dios mio. Das war ein harter Kampf. Ich denke, durch gute taktische Positionierung und unser gefaktes Flankenmanöver konnten wir die Gegner so weit aufweichen, dass sie nicht mehr kämpfen konnten. Irgendwas Sinnvolles bei rumgekommen. Noch eine Windenarmbrust, die niemand braucht. 130er Mail-Shirts, vielleicht für die Backline. Noch ein paar Top-Felme. Wir sind langsam genauso gut ausgerüstet wie eine adligen Hausarmee. Ja, 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 die alten Götter, bla, bla, bla. Also, Visier. Gut, gehen wir nach Hause, Mann, die Episode zu Ende. Ich glaube, wir sind ich und ein bisschen zu lang. Aber guter Kampf und gutes Geld. Wir haben hier Level-Ups. Puh, hier, Gold. Du bist ein wilder Kerl. Ich habe keine Ahnung, was wir mit dir anstellen. Zwei, drei, auch wenn das ein hässlicher Punkt ist für ein Level-Up. Fearsome, ich habe keine Ahnung. Der hat auch 50, also wird sich's anbieten. Der tötet nicht wirklich, aber 4 Aktionspunkte wären einmal Berserk. Headhunter würde vielleicht gehen, weil er ja eine Attacke hat, die speziell auf den Kopf zielt. Ich habe gesagt, ich mache die komplette Frontline Fearsome und dann halte ich mich da auch dran. Ich hatte auch gesagt, dass ich mir einen Zweihandsäbel für den Kerl suche, den er mit der Peitsche tauschen kann. Aber da arbeiten wir auch noch dran. Ich habe noch keinen Zweihandsäbel gesehen. Puh. Wir haben niemanden, der 2 Level-Ups machen kann. Das ist zu viel. Was? Hyänen. Gott verdammt. Zurück nach Azim Shop. Ich weiß jetzt nur immer noch nicht, wo der 3. Point of Interest ist. Aber das werden wir später herausfinden. Juhu! Hier haben wir schon alles gekauft, was sich zu kaufen lohnt, gell? Ja. Das verkaufen wir alles nächste Episode. Das war ein Kämpfchen. Danke fürs Zuschauen. Liken und abonnieren nicht vergessen. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.